Oh Gott, wir werden alle sterben. So, willkommen zur Folge 3 meines Dark Souls 3 Let's Plays. Jetzt muss ich euch gleich was beichten. Ich habe vor 10 Minuten angefangen zu spielen und habe vergessen, das Mikro einzuschalten. Aber alles, was ich gemacht habe, ich schwöre euch, ist in den Schrein zurück zu teleportieren und mich dort im Level zu steigern. Und eine Banditenaxt habe ich von 0 auf plus 2 gebracht durch Einsatz unter anderem des Kristallsplitters, den ich da gefunden habe, des Kleinen. Also, echt doof, aber wenn ihr mich die ganze machen seht und hört keinen Ton, das ist einfach doof. Also, ich bin hierher gegangen, habe auf Aufsteigen geklickt, habe natürlich ein bisschen überlegt, was soll ich steigern. Habe euch gezeigt, wie man das hier wegmachen kann, dass man dann also das Spiel weitergeht. Nur zum Thema hier den Level steigern zu können, wenn der NPC auf einen wütend ist, weil man ihn aus Versehen angegriffen hat. Ja? Und dann habe ich mal halt überlegt, was soll ich... Ihr seht auch hier, von 13.000 Seelen bin ich runter. Und ich habe mich dann hier auf Stufe 41 gesteigert, indem ich die Geschicklichkeit von 14 auf 15 gesteigert habe. Und dazu habe ich mich entschlossen, das habe ich euch auch vor 10 Minuten quasi schon mal gezeigt, was wir jetzt halt wegwerfen. Weil ich zwei Waffen habe, die ich noch nicht gescheit einsetzen kann, halt hierher. Und zwar einerseits diese Krähendämon-Großklinge, die braucht 16 Geschicklichkeit, wie gesagt, ist mir auf 15 gegangen. Und worauf ich eigentlich spekuliere, ist das hier, das Verbanden-Großschwert, weil das hat eine Robustheit aus der Hölle, schaut euch das an, 120. Aber dazu brauche ich halt auch noch 24 Stärke, sprich, da muss ich jetzt noch dreimal den Level steigern. Also jetzt noch einmal Geschicklichkeit, dann zweimal Stärke, dann kann ich das ohne Mali oder überhaupt führen. Und dann habe ich, wie gesagt, noch beim Schmied hier hinten habe ich... Nein, ich sehe ich hier auch, ich sehe mich hier selbst, hallo. Das hier war kein Ausschlag, aber habe ich halt nicht drauf geachtet, Anfängerfehler, dass das Mikro nicht an war. Und beim Schmied habe ich halt... meine Waffe verstärkt, und zwar habe ich diese Banditenaxt habe ich von 0 auf plus 2 gebracht. Die nächste Steigerung wäre plus 3, aber das seht ihr, ich bräuchte dazu 6 kleine Titanenschwärme, ich habe nur noch eine. Und dann habe ich noch geschaut, ob ich sie vielleicht durchwirken soll. Das ist also ein Edelstein einsetzen, habe mich aber dann entgegen entschieden, obwohl die, und darum ist es eigentlich eine gute Idee, dass ich das mache, obwohl die, wenn ihr euch das mal anschaut, wenn ich sie jetzt zum Beispiel auf Krude bringen würde, dann würde die 190 Schaden machen. Und dabei wäre sie immer noch auf plus 2, wo meine plus 3 schwere Streitaxt hier 210 Schaden macht. Also die würde jetzt schon trotz bloß plus 2, und obwohl, glaube ich, das Krude schlechter ist als das schwere Streitaxt als Durchwirkung, würde nur 20 Schaden weniger machen, jetzt schon, wenn ich das täte. Aber lohnt sich gerade noch nicht. Darum haben wir jetzt quasi meinen Lapsus rekapituliert. Und ich gehe mit eingeschaltetem Mikro zurück dorthin, wo wir am Donnerstag aufgehört haben. Nämlich zum ersten Leuchtfeuer der Kathedrale der Verdammten, des Abgrunds, Entschuldigung. So. Und wie gesagt, auch wenn ich jetzt gerade schon rumgehackt hätte und wäre jetzt zurückteleportiert, wären alle Gegner wieder da. Und so stürzt nicht, weil ich habe hier noch gar nichts gemacht. Schon mal den Bogen bereithalten. Und jetzt darf ich halt, sagen wir es mal so, ich bin nicht der geduldigste Mensch. Und hier war ich ja jetzt schon zweimal, weil ich einmal gestorben bin in der letzten Folge gleich am Anfang. Und mein Impuls wäre da jetzt hochzureden, und der schießt schon wieder, während ich rede. Nicht hochzureden, hochzusprinten, genau so rum. So. Aber
normalerweise hin. Ah, der war das, genau. Aber stattdessen... So. Muss ich jetzt ganz geduldig bleiben und mich ja ganz langsam wieder hocharbeiten, um nicht... Ah, schaut, hier trifft er mich nicht. Um nicht wertvolle... Hier trifft er mich... Hitpoints einzubüßen, die dann später dazu führen, wie in der letzten Folge am Ende, wo schießt denn der Wahnsinnige drauf, unter Umständen dann halt nicht das nächste Leuchtfeuer zu erreichen, weil ich aus Angst um meine gesammelten Seelen zu früh aufhöre. So, ja, das klappt immer noch nicht so ganz, wie ich es eigentlich mal konnte, müsste mir jetzt einfach glauben, aber wie gesagt... Ohne Hast. Er ist ja so blöd, da ist er sich einen Pfeil einfangen gegangen, was gar nicht nötig gewesen wäre. So, eins, hinterhergehen, zwei. Oh, das hat in dem Fall sogar mal gereicht. Vielleicht durch meinen Levelaufstieg, weil ihr erinnert euch, vorhin habe ich da immer zwei Schläge gebraucht. Vielleicht war es auch einfach, keine Ahnung, mal glückliche Fügung, kritischer Schaden. Irgendetwas. Ja, holen wir uns als nächstes den. Ja gut, das war jetzt eigentlich nicht geplant. Ja, da ist er. Guck mal, den habe ich so ein bisschen gepult. Das gebe ich dem mal einen normalen Pfeil mit. Da geht er schneller tot. Warum ich da jetzt nicht getroffen habe, ist mir auch ein Rätsel. Warum er mich nicht getroffen hat, allerdings auch. Also, soweit. Ja. Seht ihr, das habe ich schon ein bisschen besser aus als vorhin. So, da hockt einer. Irgendwo stand auch noch ein Fern... Kämpfer. Oh ja, wird sich schon rühren. Ah, ich bin doch echt manchmal ein bisschen unfähig. So. Na, jetzt stehen hier zwei. So. Achso, Kopftreffer bringen übrigens mehr. Seht ihr hier? Wenn er mich fragt, warum ich es nicht gleich gemacht habe, ich habe es vergessen gehabt, sorry. Kommt mal in mein Alter, so... Sofern ihr unter 43 seid, noch 43, oh Gott. Und dann werdet ihr im Nachhinein wünschen, nicht über mich gelächelt zu haben und ganz stolz auf mich sein, was ich hier mit meinen nachlassenden Reflexen alles leiste. So, dann ist da oben noch ein Hündchen. Fragt sich nur, wo. Hier war doch noch ein Hündchen. Nö, anscheinend nicht. Okay. Gut. Dann geht's weiter. Ihr wisst, was kommt. Und ich hoffe mal, ich bin ein bisschen effizienter. Nochmal ein Stückchen als beim ersten Mal. Ich kann natürlich auch einfach mal geradeaus gehen, was da passiert. So. Nee, man muss zur Seite eigentlich ausweichen. Aber er hat mir den Gefallen getan. Mit seinen... Bauchplanscher, Feuer, Explosionsangriffen, mich nicht allzu sehr zu nerven. So, ich könnte natürlich auch mal da reingehen. Ja, und da oben hat sich sehr bewährt. Achso, ich könnte auch mal, ich habe das noch nie gemacht, glaube ich. Ich könnte auch mal eine Feuerbombe ausrüsten. Und einfach zur Demonstration mal werfen. Eigentlich verschwendet man keine Gegenstände, aber Gott, was soll's. Also hier einfach mal in die Runde werfen. Ach, das. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, komm. Ja, jetzt bin ich noch zu langsam hier. Und der nächste Wahnsinnige. Ach ja. Aber immer noch besser als hochzulaufen. Und mitten in die Gruppe reinzuspringen. Und er lässt was zurück. Ein Wurfmesser, gut. Jetzt sind oben, glaube ich, nur noch zwei.
Ja, jetzt dachte ich, ich hätte meine Eskus-Flakons noch vorausgewählt. Da haben wir uns mal ein bisschen getäuscht. So, also wir kommen und er springt, Seitwärtsrolle, das war's. Und bei solchen Gegnern ist eigentlich immer am besten, nach hinten irgendwie ein bisschen zu springen. Ja, eigentlich war das jetzt nicht so elegant, weil ich die ganze Zeit auf sein Schild hacke. Aber es hat ja gereicht. So, aber jetzt Estus Flacon. Und ihr seht, also ich habe jetzt wirklich nicht gut gespielt. Bin hier noch ganz am Anfang und habe schon wieder zwei verschwendet. Das ist halt, ja, sagen wir so, man sollte ab und zu, was ich eigentlich gemacht habe bei Dark Souls, auch einfach mal eine Pause einlegen. Weil, ja, man wird dann nicht konzentrierter und dann wird man ungeduldig. Und wo geht's nochmal lang hier? Und das hilft nicht. Ja, komm, hier komme ich doch wohl vorbei. Und ihr seht, das habe ich beim ersten Mal natürlich auch nicht gemacht. Wenn man einfach schnell durchläuft, dann kann man sich die meisten Gegner hier sparen erstmal. So. Was? Du bist doch tot, dachte ich. Ja. Und dich lasse ich nicht kotzen. So. Und jetzt seht ihr natürlich im Vergleich, wenn ihr an Donnerstag euch erinnert, da habe ich hier... Das habe ich mir wieder unnötigerweise einen Blutungsschaden geholt, oder was das ist. Habe ich mich da aufgehalten, was doch eigentlich ganz schnell geht, wenn man nicht stehen bleibt, groß. Aber er ist jetzt auch wieder neuer da. Na, wenn es dir gefällt. Oh, das ist ein neuer Angriff, den kann ich noch nicht. Muss man wissen, dann lässt man ihn gar nicht an sich ran und hackt ihn halt zusammen. Und jetzt habe ich hier ziemliche, ja, ist das jetzt, das ist Blutung, genau, kein Fluch, weil ich habe ja in der letzten Folge diesen Großschild auch gefunden. Moment, der kommt hier. Jetzt kann es sein, dass ich irgendwann angegriffen werde. Ah, den darf ich noch gar nicht benutzen. Oh, da brauche ich 34 Schaden, da bin ich noch weit von entfernt, Leute. So, jetzt gehen wir mal da runter, mutig. Ah. Ja, den, da war ich vorsichtiger beim ersten Durchgang. Erstmal wieder ein bisschen tanken. So. Grabwächter-Doppelschwert, nicht schlecht. Genau. Kann ich da auf einen runterspringen? Nee, leider nicht. Doch, hat sogar geklappt. Ah, was ist denn das? Moment mal. Ist das etwa mein Freund? Ja, den habe ich euch doch in Folge 1 gezeigt. Der nette Tumberiese hilft mir hier. Das ist ja nett. Das ist ja nett. Der macht jetzt für mich die Gegner fertig. Wie kommt denn der da hin? Oh, große Seele. Von wo schießt denn der? Von wo schießt der denn? Von irgendwo da hinten scheint er mich zu sehen. Wahnsinn. Der kann doch da gar nicht hingucken. Ist das ein Bug? Naja, aber ist schon so gedacht, weil das ist ja ein... Ah, das ist ja schön. Ist ja ein... ist ja vorgefertigt, dass hier diese ganzen Dinger stecken. Das ist doch schön. Und das Schönste ist, ich kriege auch all diese Reparaturpulver. Habe ich bislang noch nie gebraucht. Da kann man die Waffe, wenn hier der rote Balken zu weit gen 0 tendiert, kann man die dann wieder... Heile machen. Ist da noch irgendwas, weil das so glänzt? Muss ich ja was tun? Ja, junger weißer Zweig. So, komm. Ich möchte, dass du von meinem Freund gekillt wirst. Gucken wir mal. Oh, da kommt noch einer. Dann ist vielleicht gar nicht schlecht, dass mir der Typ hilft. Aber an der Stelle scheint er... Na, komm, weg, 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 weg. Nicht, dass er mich wieder greift. Muss nicht sein. Ja, dieser Angriff da, der muss
Wenn man mal den Freund braucht. Nein! Das killt mich. Und der Baum ist dazwischen. Wenn der Baum nicht dazwischen wäre, hätte ich das nämlich jetzt echt gut überlebt. Aber so wird es gerade ein bisschen peinlich. Aber immerhin, ich überleb's. Meine Herren, der blöde Baum, sonst hätte der nämlich... Nee, du sollst nach da gucken. Genau. Ah, fuck. Irgendwie klappt das hier gerade nicht. Und jetzt bin ich in Panik. Ja, ja. Jetzt hat er es ja endlich erwischt. Auch noch nicht ganz. Da ist zu viel dazwischen. Da hätte ich mich echt nicht so drauf verlassen sollen. Weil ich dachte, wenn ich da rückwärts laufe an der Stelle hier, dann rettet er mich mit seiner Kanonade hier. Oder was ist denn das? Das ist Flächenfeuer. Aber ja, ja, ich hab's überlebt. Aber ihr habt auch gemerkt, ich bin dann gleich so leicht panisch geworden. Das sollte man nicht. Ah, ein Untotenknochensplitter. Das ist ja mal schlecht, dass ich hier runterfalle. Das tötet mich. Nicht, ich habe nochmal Glück gehabt. Jetzt bin ich aber hier an einer ganz blöden Stelle gelandet. Ja, ja, das ist gar nicht gut. Irgendwo reinzufallen, das ist gar nicht gut. Darum will ich jetzt fliehen. An irgendeine Stelle, wo ich zumindest meine Leiche wiederfinde. Hier geht's hoch. So, jetzt mal schnell was einwerfen, sonst killt mich nämlich der Blutverlust. Bin ich denn hier? Ah, das ist gar nicht schlecht, die Stelle. Achtung. Ja, den muss ich jetzt schnell killen. Ich hoffe, dass mich... Ah, nee, ganz schnell. Ah, ich Depp. Jetzt habe ich quasi nichts davon. Das wäre nämlich ein Edelstein gewesen. Ja, da wollte ich jetzt gerade zu viel. So, mal gucken, ob ich noch einen Eskus tanken kann. Dann stelle ich mich mal dem Viech hier. Ja. Ja, es kommt noch einer. Ich fürchte, da verliere ich jetzt meine Seelen an einer Stelle, wo ich gar nicht weiß, wo ich bin. Komm, weg. Weg. Jetzt, wo bin ich hier? Gott, nochmal. Musste der mich da runterschicken? Da ist nochmal so ein Vieh. Aber ja, ich kann jetzt leider gerade keine Edelstein-Einsammelaktionen machen. Der kommt immer noch. Der hat mich echt... Der hat einen Narren an mir gefressen. Die Chance ist, dass ich jetzt in weitere Gegner reinrenne. Oder aber, dass ich zum Ausgang sogar zurückkomme. Schön wär's. Ah, da gehen wir auch nicht einfach rein. Ich habe so eine ungefähre Ahnung, wo ich bin. Und ich nehme meinen letzten Estus-Flakon, weil der immer noch in der Nähe ist. Ach, und schaut mal hier. Ist das nicht auch so ein Biest? Oder was ist das? Ah, da unten ist er. Okay. Ja, mit einigen Dusel. Ah, eine kleine Titanscherbe. Ach, und schaut mal. Das ist, jetzt bin ich fast am Ausgang. Ja, ja. Das ist, ich zeig's euch. Da hatte ich jetzt echt Dusel. Da bin ich in meiner Angst bin ich in die richtige Richtung zufälligerweise gelaufen. Und komme jetzt nochmal davon. Ich muss allerdings dann nochmal von vorne anfangen. Aber jetzt wartet mal, ob ich den hier nicht killen kann. Also, du hast mich aufgeregt, du blödes Dreckvieh. Ja, du bist ja fast tot. Der ist gar nicht so schlimm. Wenn man ihn mal treffen würde zumindest. Jetzt bin ich wieder im leichten Panikmodus. Also, was lustigerweise viel wichtiger ist, als Panik zu haben, ist ein bisschen zu gucken, was machen die? Macht er mir eigentlich Schaden, wenn ich stehen bleibe? Kurzer Sprung zurück ist oft sehr effektiv. Ich beginne mich zu erinnern. Anyway, da habe ich doch schon wieder 7500 Seelen. Ich zeige euch mal, was ich meine, wenn ich hier runterspringe. Dann komme ich da raus, wo ich die ganze Zeit mich nicht getraut habe, reinzugehen. Oh. Öffnen wir? Wenn ich Pech habe, ist ein Endkampf.
Ah, das ist ein Leuchtfeuer, da wäre das scheiß Leuchtfeuer gewesen. Wäre ich einfach als erstes da reingegangen, schaut her. Also ihr habt es wahrscheinlich weniger als ich im Blick. Ist doch was anderes, wenn man selber spielt. Hier kam ich her und dann bin ich immer hier hochgelaufen. Und zumindest sollte ich jetzt vor dem endgültigen Sterben da schnell reinrennen. Und hier könnte ich mir zumindest ein Stück des Weges schon mal sparen. Ah, hat mich echt gewundert, dass da so lange kein Leuchtfeuer kommt. So. Und das ist das Rätsels Lösung. Da hinten liegt doch gleich noch ein Gegenstand. Chaos, Jörg. Aber geht ja alles. Stachelpeitsche. Oh. Ah, die werde ich mal mit der Hüterin. Aber das mache ich dann, wenn ihr nicht zuschaut. So. Ja, und ich habe fast genug Seelen schon wieder für den Aufstieg. Noch so 2.500. Aber da ich jetzt gar nichts mehr habe, raste ich halt. Und zumindest erspare ich euch dieses langweilige Abarbeiten der, der Armbrustschützen. Und ansonsten habe ich ja eh recht schnell dann versagt auch. Insoweit, ja. So, jetzt machen wir mal ihn hier fertig, bevor er sich verwandelt. Das geht nämlich durchaus. Schaut her. Und hier werfe ich jetzt keine Feuerbombe ins Leere, sondern pulle die brav mit meinen Billigpfeilen und ich schieße ihn dieses Mal auch in den Kopf. Dann sind sie nämlich eigentlich relativ tot schon, bis sie ankommen. Naja, wenn ich ihn getroffen hätte mit dem dritten Schuss. Ah, schaut mal, der hat sich irgendwie verwandelt und ist stärker geworden, möchte ich behaupten. Na. Okay. Jetzt sind alle alarmiert, dann lasse ich ihn hier erstmal kommen. So, wissen wir schon, wie das geht. Kommt noch einer von den Verrückten, aber irgendwie mag ich die hier. Diese Kamikaze-Viecher. Ja, das war jetzt blöd, da haben wir beide Schaden genommen. Jetzt kommt nochmal einer. Ah, weg! Weg vor dem Wahnsinnigen! Also ich meine nicht ihn, sondern den Explodierenden. Ja, ist ja gut. Ja, komm. Und mal wieder die Wurfmesser, die es hier häufiger gibt. Dummerweise komme ich hier natürlich nicht wieder hoch. Das ist so eine typische halt Einwege-Geschichte. Oft gibt es aber auch Abkürzungen, die man erstmal freischalten muss. Dann lässt man eine Leiter runter oder so. Ach, da ist ja noch einer. Na, komm her. Ja, obwohl ich ihn nicht wirklich getroffen habe. Naja, und immerhin habe ich jetzt noch meine 10 Estus-Flakons. Das war ja schon schlechter. Und ich hab schnell hier was aufgesammelt, wo es wahrscheinlich sehr viel schwieriger geworden wäre. Habe ich mir noch gar nicht angeschaut. So, jetzt hier, Achtung, da kann ich, glaube ich, nicht einfach durchlaufen. Darum mache ich den etwas... weg! Spuck nicht voll, das ist ja widerlich! So. Wo geht's hin? Jetzt habe ich es geschafft, mich zu verlaufen. Hier geht's lang, glaube ich. Ja. Geht's hier lang? Ja. Und ihr seht, also auch diese eigentlich nicht so schweren machen durchaus Schaden. Und bei ihm habe ich gelernt, um Gottes Willen ihn gar nicht erst in den Kampf kommen lassen. Weil wenn der mich da umarmt, wird's böse. Was ich jetzt nicht mehr weiß, ist, liegen da noch Sachen, die ich gerade durch mein kunstloses Runterfallen nicht aufsammeln konnte. Ja, nee, warte mal, ist da hinten noch was? Nee. Ich glaube, da habe ich alles abgegrast. Das ist natürlich so eine Stelle, wenn man weiß, wann der Riese anfängt zu schießen, könnte man da relativ billig Seelen farmen. Aber das möchte ich euch möglichst wenig antun. Das habe ich in meinem ganz... das ist der wieder. In meinem ganz privaten Durchspielen habe ich das gemacht. Da bin ich nicht schnell genug gegen den. Und das ist, was ich meine mit so Angriffsserien. Da bin ich jetzt in einen Doppelschlag reingekommen und nehme gleich massiv Schaden, wenn jetzt gleichzeitig hinten einer stünde. Hätte mich das Leben kosten können. Ja, tut's aber nicht. Gut.
So, wie war das? Hier einfach durchlaufen, also rennen. Und dann kam da, glaube ich, einer von links oben. Nö, kam noch nicht mal. Genau, hier habe ich mich nicht weiter durchgetraut. Da könnte ich ja auch mal schauen, wie es da weitergeht. Ach, lass uns das doch mal machen, was da passiert. Da war doch diese Leiter jetzt gleich, oder? Ja, genau. Gehen wir doch einfach mal da runter. Ah, hier habe ich eine Abkürzung freigeschaltet. Da war nämlich noch gar keine Leiter. Interessant, interessant. Mal sehen, wo es da lang geht. Das ist eigentlich immer gut. Das heißt aber eigentlich, dass ich von der falschen Seite komme, weil die ja normalerweise davon ausgehen, dass man hier dann schon mal war. Und jetzt kann ich hier irgendwas umgehen, wo ich vorher gar nicht von unten kommt dran gekommen wäre. Ach, ist das nicht vielleicht gerade die Stelle, wo diese Kriechviecher rumlaufen, die mich gerade so gestresst haben? Ich höre doch hier schon... Ja, ja, das ist genau die Stelle, wo die Kriechviecher rumlaufen, die mich schon mal gestresst haben. So, jetzt zeige ich euch mal, wie gemein ich sein kann und wie fies. Denn, ja, es ist wahrscheinlich zu hoch. Der kommt hier nicht an mich ran, behaupte ich. Ja. So. Ich kann aber auch nicht schießen, von daher ist es eine zu hohe Leiter. Weil sonst könnte ich so Trick 17 machen. Na, wir probieren es einfach mal aus. Gerade keinen Bock auf den Kampf. Gucken wir, ob wir ihn von oben anvisieren können. Moment, umdrehen. Es kann aber auch sein, dass er wieder wegläuft. Das ist so ein bisschen... Ja, das ist... Ich Depp! Ich blöder als Depp, doof Kopf. Was ist passiert? Ich dachte, ich hätte schon den Bogen ausgerüstet. Da wäre die Schultertaste gewesen, zielen. Nein, ich hatte noch die Axt. Da ist Schultertaste, Schritt nach vorn und schlagen. Ach, nein, wenn man es nicht kann, dann soll man es eigentlich lassen. Und zum Glück habe ich dieses Leuchtfeuer freigeschaltet. Und jetzt gehe ich mal meine Seelen aufsammeln. Es waren ja immerhin ein paar Stück. So, hier machen wir wieder das. Dann kann er sich erst gar nicht verwandeln. Hier schießen wir dem dieses Mal schneller in den Kopf, damit er nicht den Schild großstück zückt. Eins. Zwei und schnell. Drei, das hat nicht ganz gereicht. Okay. Ah, der Wahnsinnige. Das finde ich so lustig. Diese Bauchplanscher da. Ach ja. Ja, und den habe ich jetzt nicht ganz ernst genommen, den anderen. Der hat sich Gott sei Dank vorher selbst in die Luft gesprengt. Naja. So, einen haben wir noch. Ja, schrei du mal. So. Genau, hier jetzt, das ist der Trick, durchrennen. Da gibt es auch noch andere Stellen, ich weiß, aber ich möchte es nicht übertreiben. Und irgendwie nerven die mich einfach. Also wiederkehrende, endlos vorn Gegner finde ich einfach mühselig. So, kurz wieder schocken, um Stamina aufzutanken. Und die Folge, in der noch nicht wirklich so wahnsinnig Großartiges passiert ist, neigt sich schon wieder dem Ende zu. Das ist so ein bisschen schade, aber Gott. Das war jetzt eigentlich ein Kill, den ich da gemacht habe, also ein Instant-Kill, den ich da gemacht habe. So, komm hier weg, bevor er mich sieht. Sieht er mich? Nee. Dann hier den Großgegner. Wenn er denn kommt, wo ist er? Da oben kommt, da muss ich jetzt kurz warten. Ja, soll ich nochmal da runter? Oder soll ich nochmal den Weg da hochnehmen? Das wäre natürlich nicht doof, ich würde noch so ein zweites Leuchtfeuer finden, oder? Das müsste mittlerweile... Komm, 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 siehst du mich? Wenn du mich nicht siehst, pulle ich dich halt. Also wie gesagt, das ist passiert. Timing perfekt. So, jetzt springen wir. Und wenn ich ihn als erstes erwische, wie hier, ist der überhaupt kein Problem. Seht ihr? Ich werde auch langsam cooler und hau nicht noch dreimal umsonst drauf. Es
kriege ich wieder einen Blutungsschaden. Ich habe, glaube ich, einen Ring gegen Blutungsschaden, der ihn zumindest nicht so schlimm werden lässt. Wartet mal. Kommt hier gerade irgendeiner angestappelt? Genau, Ringe sind sehr praktisch. Ich habe hier einen Lebensring, mehr Lebenspunkte. Ich habe TP-Regeneration, wenn ich Folgeangriffe mache. Ich habe erhöhte Ausdauerregeneration, sehr praktisch. Und ich habe Erhöhung der regenerierten... Ja, also eigentlich alles praktisch. Schauen wir mal. Und da machen wir jetzt die Blutungsresistenz statt der Ausdauer. Genau. Gut. Ah, hier kommt einer hochgeschlappt. Wie gut, dass ich gerade noch rechtzeitig es gemerkt habe. Das Spiel pausiert nicht im Inventar. So. Auch wenn ich da gelockt war, möchte ich auch wissen, der war doch schon tot. Und dann laufe ich doch wieder nach oben. Ich weiß, ich bin da so ein bisschen inkonsequent, aber ich mag irgendwie diese Typen da, diese Rumschleichenden, die mag ich einfach nicht so. Verfolgt mich jemand? Und die Abkürzung habe ich ja schon freigeschaltet, also irgendwann später komme ich dahin zurück. So, und jetzt traue ich mich... Achso, die Seelen! Ich muss ja meine Seelen aufsammeln. Ach, ich muss natürlich nicht, aber ich weiß gar nicht, 3000 oder so waren es. Das lässt man jetzt schon nicht freiwillig liegen. Gucken wir mal. Schon wieder vergessen, wie ich eigentlich umgekommen bin. Wisst ihr es noch? Ja, ich bin runtergesprungen in meiner unendlichen Doofheit. Also kann ich die Seelen ohne weiteres da unten einsammeln? Da unten müssten sie auch schon zu sehen sein. Ja. Und der Gegner, der dort war, war ja auch mir dorthin gefolgt. Das heißt, ich bin überhaupt nicht in Gefahr gerade. Aber so dumm muss man echt mal sein. Nein, ich muss ja sagen, das ist die Schuld des Spiels, Designfehler. Aber in dem Fall finde ich eigentlich nicht... Oh, ich kann sogar ein Upgrade machen. Das ist doch eigentlich zum Ende der Stunde. Wir sind jetzt gerade bei der halben Stunde. Ja, ihr kriegt's mit, wie es ist. Ich werde dann nochmal von vorne, aber jedes Mal ein Stück weiter oder einen Gegenstand mehr gefunden. Ich hoffe, es langweilt euch nicht zu Tode. Ja, soll ich eigentlich zum Leuchtfeuer zurück? Ich könnte auch versuchen, mal die Tür da oben aufzumachen. Wenn es ein Bossgegner ist, dann sterbe ich natürlich, aber dann wird in der Regel werden dann meine Seelen hier am Eingang abgelegt. Das heißt, da käme ich dann schon wieder hin, insoweit. Oder die Tür geht gar nicht auf, das kann auch passieren. Ja, lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Oh. Okay. Dann aber doch tatsächlich zurück zum Leuchtfeuer, weil ein Levelaufstieg sollte man schon mitnehmen. Und dann werden wir hoffentlich morgen am Sonntag hier mal ein Stück weiterkommen. Nicht, dass ihr anfangt... Ah, das ist ein schöner Blick hier. Nicht, dass ihr anfangt, euch zu langweilen. Den mache ich mal lieber... Ah, das hat er auf den Falschen gelockt. Und jetzt macht es einen Übelangriff oder schmeißt mich hier runter, wenn ich nicht aufpasse. Und dann ist auch noch nicht oben unter, dann kann ich nämlich meine Seelen, das ist auch eigentlich recht fair, an der Stelle, wo ich abgestürzt bin, wieder einsammeln. Aber wir müssen ja nichts hier verzwingen. Genau, wenn ich da rumlaufe, komme ich doch zu meiner Abkürzung bestimmt irgendwie, oder? Da komme ich da wo ganz anders hin. Ja, ja, das war doch hier das Eck. Nö, das ist ein Dead End, super. Mit so einem. Na ja, gut, komm. Dann halt wieder zurück. Ja, und ich könnte ja jetzt die alle umhauen. Kostenlos, wenn ich treffe. Aber ich glaube, das reicht zum nächsten Upgrade schon. Und wenn ich schnell bin, dann blocken die mich auch nicht wie er hier. Ja. Ja, komm hier, stirb langsam. Ja, das ist blöd, wenn ich denke, ich komme vorbei und bleib dann doch hängen. Und hier gibt es bestimmt auch noch die eine oder andere Ecke, wo ich mich mal umschauen sollte. Aber wie gesagt, mich stresst das so ein bisschen mit diesen Endlos-Spawnies hier. Das mag ich eigentlich nicht so. Und die bringen auch kaum Seelen. 20, das ist ja hochgradig lächerlich. Muss ich jetzt da lang oder da hoch? Ich glaube hier lang, ja. So, da ist der Ausgang wieder. Ja, wenn ich mal hinkäme. So.
Ihr merkt, dass mein PC immer wieder so ein bisschen ins Stottern kommt, aber... Huch, was war da denn? Irgendwas hat doch da gerade gegurgelt. Oh, egal. Und ja, wir nähern uns dem Leuchtfeuer. Gott sei Dank bin ich da mal durch Zufall hin, weil ich dachte irgendwie, ah, Tür, da gehst du mal gar nicht rein. Dabei ist hier das Leuchtfeuer, meine Herren. Das hätte ich auch einfacher haben können. Wie ich mich kenne, habe ich noch was übersehen. Hier ist ja noch eine Tür. Wollen wir die mal aufmachen? Ah, geht auch nicht. Also auch eine Abkürzung dann in die Gegenrichtung. Okay. Gut. Also, danke fürs Zusehen. Die vierte Folge kommt schon morgen. Am Wochenende machen wir immer zwei. Und ja, bis denn.